Hey Leute, was geht ab? Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, heiße ich euch herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah. Und wie ihr dem Titel bestimmt schon entnehmen konntet, geht es heute mal wieder um Fashion. Und zwar arbeiten ja die meisten in Jobs, wo man eben so ein bisschen schicker daherkommen muss. Sprich ein 9-to-5-Bürojob oder sowas. Und daher dachte ich mir, wieso sollte man nicht seinen Job mit Fashion kombinieren können, und da bin ich auf diese Videoidee gekommen. Und zwar gebe ich euch einfach ein paar Tipps mit an die Hand, wie ihr jetzt nach den Feiertagen mega gut im Büro trotzdem euren eigenen Style so ein bisschen integrieren könnt, ohne aus der Reihe zu tanzen. Daher würde ich euch raten, wenn ihr das Ganze spannend findet und die Tipps mitnehmen möchtet, bleibt unbedingt dran, denn es geht jetzt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Basics. Und zwar ist ja so dieser Tailoring-Look oder allgemein dieses Suited-Up und alles, was ich so in den letzten, ja, 1 bis 2 Jahren in meinen Trendprognosen-Videos, die kann ich euch auch gerne mal unten in die Infobox setzen, so als kommende Trends aufgeführt habe, die sind genau jetzt eben da. Und zwar reden wir wirklich von Burschikosen, ja, männerartig geschnittenen, oversized Anzügen, also wirklich full-on Anzüge. Die ganze, ja, Jacke oder dieses Jackett darunter, diese Weste, die Hose, also alles wirklich wie ein richtiger Anzug. Am besten ein bisschen oversized oder so, das sieht mega cool aus. Und da würde ich euch als ersten Tipp mitgeben, ihr braucht gar nicht viele, aber damit ihr nicht immer das Gefühl habt, gleich auszusehen, solltet ihr unbedingt 2 unterschiedliche Farben im Schrank haben. Also entweder einen schwarzen Anzug, der sollte, denke ich, nicht fehlen, der einfach gut sitzt. Da müsst ihr nicht mal High-End-Qualität kaufen. Ich finde, bei H&M haben die mega gute Anzüge, die richtig gut geschnitten sind. Die sind immer true to size. Entweder geht ihr im Laden anprobieren oder ihr bestellt sie online und guckt, wie das Ganze euch so steht oder gefällt. Ich werde auf jeden Fall unten einige verlinken. Und hier die getragenen, die sind auch von H&M. Da seht ihr, wie der Fit so von diesen Anzügen ist. Ja, schwarz kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Und zum Kontrast würde ich etwas entweder Buntes, zum Beispiel ist grün, so ein Tannengrün, mega schön. Oder aber ihr wollt die cleanere Linie, dann würde ich euch einen Beige raten, wie ich es gemacht habe. Viele finden ja, dass Trends so ein bisschen, ja, vorsichtig oder mit Vorsicht zu genießen sind, was die Langlebigkeit angeht. Deswegen, wenn ihr investieren wollt, dann geht auf jeden Fall vielleicht auf schwarz und weiß oder schwarz und creme. Da macht ihr auf jeden Fall nichts mit falsch. Und auch dieser Anzug in beige ist komplett von H&M und kann also preislich auf jeden Fall umgesetzt werden. Dann, wenn ihr den Anzug habt, solltet ihr mit den Oberteilen, die ihr darunter tragt, variieren. Entweder ihr tragt wirklich ein schlichtes Top, was man nicht sieht, und tragt den Anzug geschlossen. Das finde ich immer sehr edel, weil es so ein bisschen Spielraum lässt, wie man eben darunter angezogen ist, ohne eben obszön zu wirken. Ich finde, das kann man gut machen. Vielleicht noch ein kleines Halstuch dabei, dann seid ihr mega gut angezogen. Aber wenn ihr die Jacke offen tragen wollt, dann würde ich euch empfehlen, zum Beispiel mit einem schwarzen oder andersfarbigen Rollkragenpullover zu gehen jetzt im Winter. Das ist immer zeitlos, immer schick und unter jedem Anzug mega gut kombiniert. Ob jetzt weiß, schwarz oder irgendwas Buntes, kann sich richtig gut in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Zusätzlich friert man nicht und ein Rollkragenpullover ist immer eine sehr bequeme Option, wenn man das mit einem Hemd oder sowas vergleicht. Anders könnt ihr natürlich eine Weste drunter ziehen, das ist auch immer sehr schick. Guckt auch da, dass es natürlich noch bürotauglich ist und deshalb solltet ihr vielleicht mit einem Hemd drunter kombinieren oder auch mit einem Rollkragen. Guckt einfach, was euch da gefällt und was euch steht und da solltet ihr dann nachgehen. Genauso finde ich hochwertige Stoffe einen sehr guten Tipp. Also geht irgendwie auf, ja, so satinartige Stoffe. Es muss ja jetzt nicht echte Seide sein, aber irgendwie ein schönes Oberteil, vielleicht ein bisschen Spitze dran, wie hier mit dem beigen Set kombiniert. Natürlich könnt ihr die Oberteile immer mit den Anzugfarben kombinieren. Zum Beispiel geht dieses beige Oberteil ja auch sehr gut mit dem schwarzen Anzug. Daher guckt einfach, dass ihr schöne Oberteile habt, die ihr immer so ein bisschen wechselt. Dann sieht der Anzug auch im Allgemeinen wie ein komplett anderer Look aus. Des Weiteren sind Schuhe natürlich immer ein großes Thema. Ich finde, man kann im Winter sehr, sehr gut, ja, etwas
stiefelartigere Schuhe kombinieren. Entweder geht ihr da wirklich mit Stiefeln, die bis zu den Knien hochgehen, das kann man schon gut machen, oder aber Stiefeletten. Das lässt sich im Winter eben gut integrieren in den Alltag, am besten auch nicht zu hoch, sodass ihr euch nicht quält und trotzdem bequem und leger unterwegs seid. Das färbt auch immer, finde ich, auf die Persönlichkeit ab und dann ist der Büroalltag ein bisschen entspannter. Also geht da einfach nach eurem Ermessen oder eurem Geschmack. Und achtet da wirklich auf bequeme Schuhe, weil ihr schon auf der Arbeit seid, dann müsst ihr es euch nicht noch ungemütlicher machen. Genauso könnt ihr natürlich immer gut mit spitzen, hochhackigen High Heels gehen. Also wirklich High Heels im Urzustand, zeitlos, schick, elegant. Und da seid ihr natürlich entweder in einem geschlossenen Büro, ja, nicht unterkühlt, oder aber im Sommer. Da ist es die bessere Alternative zu Stiefeletten und lässt sich mega gut unterm Anzug tragen. Wenn der Anzug ein bisschen länger ist, dann guckt wirklich nur vorne die Spitze raus. Das ist schon sehr schick, muss ich sagen, für meinen Geschmack zumindest. Und daher auch ein zeitloser Schuh, der in eurer Garderobe nicht fehlen sollte. Wenn ihr aber etwas moderner unterwegs sein wollt und etwas trendmäßiger, dann könntet ihr mit coolen Sneakern gehen, je nachdem, ob euer Büro oder eure Arbeitsstelle das zulässt. Da sind natürlich solche Chunky Sneaker total im Trend, weil es eben diesen Kontrast bildet und mega modisch ist einfach. Genauso gehen natürlich Anzugsschuhe, also wirklich Loafer, die sind natürlich extrem im Trend und diese ganze Welle von Alltagsblazern und Suited Up und was ich alles erzählt habe mit Loafern und so weiter, das ist sowieso immer legerer und mehr alltagstauglich geworden. Daher könnt ihr auf jeden Fall guten Gewissens diesen Schuh im Büro tragen und wenn ihr das Büro verlasst und in ein Café geht, dann seid ihr immer noch perfekt für den Alltag angezogen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also da ist auf jeden Fall ein großes Potenzial, seinem Stil nachzugehen und eben mega schön sein Schuhwerk an den Alltag im Büro anzupassen. Genauso wirkt ein Anzug, finde ich, immer etwas legerer, wenn ihr einen lockeren Trenchcoat überwerft. Das ist ein Tipp von mir, den ich für jedes Outfit eigentlich umsetzen würde. Zum Beispiel, was ich jetzt gerade trage, ist bewusst so schlicht gehalten. Wenn ich dazu jetzt die coolen Loafer und diesen Trenchcoat kombiniere, dann ist mein Outfit wieder sehr alltagstauglich, sehr schick umgesetzt und ich finde dieses, ja, legere, aber trotzdem, ja, Madame-artige, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so ein bisschen erwachsenere, kann sich auf jeden Fall im Alltag gut sehen lassen und ist sehr, sehr modisch. Dann noch ein weiterer Tipp, und zwar sind Accessoires natürlich genauso Teil des Alltags, ob jetzt auf der Arbeit oder privat, das solltet ihr nicht voneinander trennen. Also wenn euer Outfit eher schlicht ist und eher, ja, an den Büroalltag angepasst, dann solltet ihr auf jeden Fall mit dem Schmuck, den ihr dabei tragt, ein bisschen leer machen. So könnt ihr euer Outfit immer aufwerten, ihr seht immer anders aus. Ob jetzt bunte Ohrringe, ganz viele Ringe, schöne Ketten, irgendwas, was genau euer Stil ist im privaten Alltag, sollte auf jeden Fall dann im Büro auch getragen werden. So habt ihr diesen coolen Übergang und ich finde, das macht so den eigenen Stil auch wirklich nochmal aus, weil es einfach persönlich euer Geschmack ist. Den hat nicht jeder und deshalb, finde ich, kann man das gut machen. Abgesehen von Schmuck sind natürlich, wie erwähnt, diese kleinen Halstücher total modern, wie ihr sie bindet oder ja, das Tuch um die Tasche rum oder sowas, das geht immer sehr gut. Stichwort Tasche. Wenn ihr einen Job habt, wo ihr eben eure private Tasche, jetzt abgesehen irgendwie von einem Aktenkoffer oder sonst was, mit euch tragt, dann könnt ihr auch da natürlich euren eigenen Stil einfließen lassen. Sei es eine bunte Tasche, die gibt es natürlich bei Zara jetzt, die ganzen Bottega Veneta Dupes und so weiter. Da könnt ihr natürlich immer auf eine coole Farbe gehen, die sich dann zum Beispiel idealerweise im Schmuck oder in den Schuhen wiederfindet. Zum schlichten Anzug kann sich das natürlich abheben. Und ansonsten, ja, bindet euch ein schönes Tüchlein an die Tasche oder sowas. Das sieht immer gut aus und ist immer euer eigener Stil. Wenn ihr die Tasche dann auf den Tisch legt, macht sie auf jeden Fall, ja, auf sich aufmerksam. Und das, finde ich, ist auch ein sehr guter Tipp, der sich super leicht umsetzen lässt. Selbst wenn ihr jetzt nicht dafür einkaufen müsst, habt ihr sicherlich irgendeine Lieblingstasche oder so zu Hause. Denkt doch einfach mal darüber nach, sie mit ins Büro zu nehmen das nächste Mal. So Leute, es ist natürlich nicht die Welt verändert worden, aber trotzdem finde ich, sind diese Tipps einiges wert. Wenn ihr sie mitnehmen möchtet, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr diesem Video ein Feedback hinterlasst in Form eines Daumens nach oben sehr gerne oder eines Kommentares, wie ihr die Tipps fandet oder ob ihr natürlich Ergänzungen habt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr bis jetzt zugeschaut habt, bedanke mich sehr dafür und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.